So, da sind wir wieder im großen Bäumchen-Wechsel-Dich-Hütchen-Spiel-Dingsgedöns der Top-Wahlformate der deutschen Fernsehsender. Letzte Woche war ja Per Steinbrück bei RTL. 20% auf alles außer Tiernamen. Diese Woche musste die Kanzlerin hin. Am Küchentisch mit Peter Klöppel und zum Abendessen gibt's Bürger. Merkel hatte sich auf eine weitere Runde Meerschweinchenschmähungen eingerichtet, doch es kam noch härter. Ich würde Sie gerne mal in meinen Garten einladen und wir ernten meine Kartoffeln. Ich würde Sie gerne zu meinen Freunden und zu mir nach Hause einladen. Vielleicht gehen wir mal shoppen, Handtaschen. Wir würden nach Ihrem Rezept eine Kartoffelsuppe kochen. Ganz lockeres Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Handtaschen kaufe ich sehr gerne. Ich auch. Ah, ich kaufe so gerne Handtaschen. Immer gewarnt vor dem Matriarchat. Der Versuch, Politik, boah, die Handtasche sitzt mir quer. Hammer, ne? In der Handtasche liegt ein Zettel, auf dem Zettel steht ein Moderationstext und der geht so. Der Versuch, Politik bürgernah zu machen, endet oft bei politiknahen Bürgern. Also irgendwie am Ende sagt man wieder, will ich nicht sehen. Diesmal war es ganz anders. Man schaut dieser entspannten Runde gerne zu und fragt sich am Ende, was wäre eigentlich anders gewesen, wenn statt Merkel Königin Silvia da gesessen hatte. Währenddessen musste Per Steinbrück in die Open-Air-Garküche der ARD, um mit den Berliner Spaßvögeln Deppendorf und Becker den Stimmungsklassiker Die Hände zum Himmel zu üben. Für vier Zwecke. Für vier Zwecke. Ah, die ARD-Jungs lassen hier mal fünfe gerade sein. Und damit es nun auch bei RTL etwas politischer wird, stellt Angela Merkel einfach selber die Sonntagsfrage. Haben Sie eine gute Kartoffelhacke oder muss ich meine mitbringen? Hunderttausende Homeshopping-Fans riefen in der Werbepause sofort bei RTL an, hey, die Kartoffelhacke von dem dicken Mädchen, da könnte ich die haben. Und dann? Weiter geht's mit unserer Sendung an einem Tisch mit Angela Merkel. Ich versuche mal hier als Gastgeber ein bisschen noch Wasser zu verteilen. Frau Ritere, Sie kriegen noch ein bisschen was von mir. Das ist richtig. Frau Bundeskanzlerin, möchten Sie auch noch ein bisschen? Wollen wir da einmal anfangen? Also denn ist die Schnittblume und der Blumentopf. Und, worum geht's hier? Schnittblumen? Ja. Ja, eigentlich über Schulverpflegung. Es geht darum, dass der Blumenstrauß auf dem Tisch fehlt. Genau, ja, Entschuldigung. Aber dann hätte man Sie möglicherweise nicht gesehen. Das wäre jetzt auch nicht so gut. War ein Scherz. Entschuldigung. Und zwar ein Brüller. Viele staunten. Viele RTL-Stammzuschauer, Mensch, Cindy aus Marzahn hat aber abgenommen. Doch Merkel hatte sich ganz einfach voll Profi ins Format eingefüllt. Und das ergaben unsere Recherchen. Auch mit Blumenstrauß hätte man sie noch super gesehen.